Fazioli, der Gründer der Firma, ist ja Ingenieur, er ist Pianist und er ist eben Firmengründer. Aber erst hat die Familie, was sie nach wie vor tut, Möbel hergestellt. Die Firma befindet sich in Sacile, in der Nähe von Venedig und eben in der Nähe des, wie heißt es auf Deutsch, Bleimstals, des Val di Fiemme, wo diese kostbaren, was Instrumentenbau anbelangt, kostbaren Hölzer herkommen. Seit Jahrhunderten werden die Stradivari aus diesem Holz gebaut. Und Luca Fazioli kam offenbar auf die Idee, was Stradivari kann, kann ich doch schon lange. Oder ist es so einfach nicht? Ja, das mit dem Instrumentenbau, das ist viel Erfahrung, die da drin steckt. Das ist viel Versuchen, viel Try and Error. Aber es ist erstaunlich, dass Paolo mit seinen Konstruktionen, mit seinen Flügeln innerhalb von so kurzer Zeit, wenn man den ganzen Instrumentenbau anschaut im Flügelbereich, es geschafft hat, wirklich in die Weltspitze vorzustoßen mit seinen Instrumenten. Ich darf das vielleicht kurz mal Ihnen so gesehen verbildlichen. Sauter, eine bekannte, weltbekannte Firma, hat 1819 angefangen, also vor 200 Jahren. Bösendorfer 1828 in Wien, gehört mittlerweile seit 2007 Yamaha. Also wurde verkauft, wohlverstanden. Steinway in New York 1853 hat weltweit 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 11 Produktionsstätten. Bechstein 1853, Blüthner 1853 und dann kommt Fazioli 1981. Das muss man sich getrauen. Das ist also nicht ganz ohne. Was meinst du, Ralf? Fazioli steckt ja sehr viel Kraft und Energie in die Wissenschaft. Das hat der Vater immer schon gemacht. Er hat Flügel studiert weltweit. Er hat Flügelbau studiert, obwohl er das nicht studiert hat als solches. Er kommt vom Möbelbau her, das gibt eine gewisse Kenntnis. Denkst du, er konnte von Fehlern der anderen lernen und hat sie, er ist nämlich gerade dabei, Fazioli ist gerade dabei, Firmen wie Steinway zu überholen? Gut, mit den Fehlern, das ist so eine Geschichte. Also jedes Instrument, jeder Klang bedingt auch, dass man in seiner eigenen Philosophie arbeitet. Es ist nicht einfach, man kann nicht kopieren, man kann nicht einfach irgendwie mit den Produkten der anderen gehen. Man muss seine eigene Idee haben und man muss diesen Weg konsequent verfolgen. Weil ob ich anfange, zuerst den Rasten zu bauen oder zuerst das Innere zu bauen, den Flügel von innen nach außen oder von außen nach innen aufzubauen, das ergibt ein völlig unterschiedliches Resultat. Und deswegen, eine Kopie geht nicht. Man kann von den Fehlern in gewisser Weise lernen, aber es ist nicht immer eins zu eins anwendbar. Es hilft sicher, die anderen anzuschauen, aber was Paolo, glaube ich, auszeichnet, ist, dass er ist immer sehr offen gewesen für alle. Also er holte sich den Input von den anderen Herstellern, er holte sich den Input von den Klavierbauern, von den Händlern und natürlich auch ganz wesentlich von den Pianisten. Und so hat er es geschafft, sein eigenes Produkt mit seinem ganz eigenen Klangcharakter zu erzeugen. Und dafür steht so ein Instrument, wie wir es heute hinter uns hier haben. Du bist Leiter von Piano World in Bülach. Du kennst nicht nur Fazioli. Was zeichnet einen Fazioli aus? Außer dieser wunderbare Klang, den wir, glaube ich, alle jetzt selber ja gehört haben. Ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich Claire nach vorne holen. Dass sie uns sagt, was es für sie ausmacht. In meinen Augen ist es das Farbenspiel, das der Flügel hat, in den feinsten Nuancen spielbar. Man kann den Flügel verschwinden lassen im Klang. Man kann ihn groß werden lassen, dass er gegen ein Instrument oder mit dem Instrument, wie die Stradivari, die einen sehr mächtigen Klang auch hat, zusammenspielen kann und nicht verschwindet, sich nicht verstecken muss. Aber er unterstützt auch die Stradivari in den leisen Passagen. Es ist ein wunderbares Miteinander. Und ich finde die Charakteristik, das Spiel von dem Flügel einfach grandios. Du hast vor knapp einem halben Jahr, als wir uns kennengelernt haben, im Rahmen eines Interviews
am Ende eines KGCs hast du zu mir gesagt, ich habe dann gesagt, Herr Niesel, Sie wollen das Instrument natürlich verkaufen, Sie haben ein Interesse dran, das ist ja auch Ihre Aufgabe, aber was ist denn jetzt so speziell dran? Und da hast du geantwortet, hier hat ein Instrument seine Musikerin gefunden. Und ich denke, das ist wirklich auch der Fall. Da applaudieren wir.